Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Cyberpunk 2077 Video ist heute für euch im Start. Aber zunächst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und es war nicht allzu laut auf den Straßen. Natürlich haben sich nicht alle an das Verbot gehalten. Ein bisschen was wurde trotzdem bei mir in der Umgebung gezündelt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es bei euch wirklich komplett ruhig war oder ob ihr das auch erlebt habt und das ein oder andere Feuerwerk mitbekommen habt. Aber gut, machen wir weiter mit 2021. Ich hoffe, das Jahr wird etwas besser als noch das letzte. Das war ja wirklich zu vergessen und viel schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden, oder? Naja, hoffen wir das Beste, vor allem auch für Cyberpunk, denn die Leute haben einiges vor sich. Da muss ja noch ein bisschen was nachgeliefert werden, um daraus wirklich ein richtig cooles Spielerlebnis zu machen, gerade auf den alten Konsolen. Die Patches und Hotfixes sind auf dem Weg, aber eben auch die größeren Inhaltsupdates, die DLCs mit richtigem Content. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, unbedingt angucken. Dort hat nämlich CD Projekt Red schon ihren ersten Teaser rausgehauen und auch die erste offizielle Webseite, dass man mit DLCs Anfang 2021 schon rechnen kann. Und wie das Ganze aussehen könnte, hat uns eindrucksvoll YouTuber Penguino bei sich auf dem Kanal präsentiert. Ich werde euch mal das Original dazu unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr selber nachgucken wollt. Und er hat sich quasi mit unendlich vielen Doppelsprüngen nach oben geglitscht und diesen ungenutzten Teil der Karte entdeckt. Zugegeben, es ist noch ziemlich leer hier, bis auf das Mega-Gebäude in der Mitte. Und das hier ist tatsächlich etwas, das wir schon aus dem Concept Art kennen und aus dem Trailer-Material. Ein riesiges Casino, das in North Oak stehen soll und das für Partygänger und die absolut reichsten von Night City zur Verfügung gestellt werden sollte. Tja, das gibt es so nicht im Spiel und jetzt ist natürlich die Frage, ist das etwas, das einfach nur so als Deko dasteht, wenn man mal in die Ferne blicken sollte, in genau diese Richtung, damit man zumindest noch so ein paar Zipfel von diesem Gebäude entdeckt? Oder ist das Cut-Content, etwas, das ursprünglich im Spiel sein sollte, das sie dann aber nicht mehr fertigstellen konnten? Oder sind das die Anfänge eines neuen DLCs, an dem gerade schon gearbeitet wird? Oder ist das vielleicht alles, was ich bisher genannt habe? Tja, wir werden es so schnell nicht herausfinden, aber noch in diesem Jahr, das verspreche ich euch. Wie auch schon bei The Witcher 3 würde es nämlich größere, kostenpflichtige DLCs in Cyberpunk geben. Natürlich erst nachdem alles gefixt worden ist. Klar soweit. Patches und Hotfixes zuerst. Dann diese kostenlosen DLCs, die so ein bisschen Inhalte wie Friseure reinbringen sollen, Quests, paar Gameplay-Mechaniken und so weiter. Und dann diese größeren Map-Erweiterungen mit DLCs, sowie auch schon mit Blood and Wine bei The Witcher 3. Ich weiß gar nicht mehr, bei Hearts of Stone gab es eine Map-Erweiterung oder war das einfach nur in der klassischen Map ein paar neue Quests? Bin ich mir gerade nicht mal mehr hundertprozentig sicher. Aber so ähnlich wird es auf jeden Fall auch in Cyberpunk laufen. Das ist zumindest der momentane Plan. Cyberpunk bzw. CD Projekt Red wird noch ein Statement dazu rausgeben, gerade gegenüber den Investoren, was jetzt die genaue Roadmap sein wird. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber im Januar und Februar sollen auf jeden Fall schon größere Patches rauskommen. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung. Denkt ihr, dieses Casino wird nochmal ins Spiel kommen oder ist das so ein ähnlicher Fall wie auch bei Red Dead Redemption 2 mit Mexiko? Denn auch da konnte man sich schon hinglitschen, auch da gab es größtenteils leere Fläche, aber trotzdem schon ein paar ausmodellierte, fertige Gebäude, die man nicht einfach nur aus Red Dead 1 übernommen hat, sondern tatsächlich neu gemacht hat. Aber auch da warten wir heute noch auf das Mexiko-DLC und dass wir da offiziell hin können. Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch 2 Jahre nach Release glauben die Leute immer noch daran, dass es zumindest für Red Dead Online nochmal kommen könnte. Und theoretisch wäre es auch möglich, dass das Ganze einfach nur für Cyberpunk Multiplayer gemacht wird, denn ja auch der soll ja dieselbe Map benutzen, zumindest größtenteils, vielleicht noch ein paar Änderungen bekommen. Und so ein Casino wäre ja durchaus was, haben wir ja schon bei GTA Online gelernt, was die Leute begeistern würde. Aber natürlich auch im Singleplayer. Natürlich müsste man dort aber auch ein bisschen mehr Interaktivität einbauen, denn momentan kann man in Clubs nicht wirklich viel machen. Man kann selber nicht tanzen, man kann höchstens ein paar Drinks kaufen, aber auch die kann man sich ja einfach nur in irgendeinem schnöden Menü holen. Es gibt keine wirklichen coolen Animationen, wenn man sich Drinks bestellt. Alles ein bisschen fad, alles ein bisschen mit dem Gefühl von Cut Content. Ja, das Gefühl wird man nicht los, dass man bei Cyberpunk so einige Kompromisse noch eingehen musste, kurz bevor das Spiel rausgekommen ist, dass man so ein bisschen was weggeschnipselt hat, was dann doch nicht mehr fertig geworden ist. Zum Beispiel auch die Third-Person-Cutscenes. Es waren ja ursprünglich mal viel, viel mehr von diesen Cutscenes geplant und die sieht man ja sogar noch in den alten Trailern. Ich meine, ihr erinnert euch alle an diese Szene, die hat wahrscheinlich jeder von euch schon gespielt, die ist ja wirklich nach einer halben Stunde im Spiel schon erreichbar. Und die ist ganz eindeutig hier nicht mehr im Spiel vorhanden, wie auch so viele andere Third-Person-Cutscenes mehr.
Überhaupt hat man das Gefühl, der Third-Person-Modus wäre durchaus möglich gewesen, etwas, das sich sehr viele Leute wünschen würden, aber wurde dann doch entfernt, vielleicht um es danach nochmal als kostenpflichtigen DLC nachzureichen. Wäre ein bisschen frech, aber momentan kann man CD Projekt Red ja fast alles zutrauen. Mal gucken. Es gibt ja auch leider keine anderen Apartments oder man hat auch nicht die Möglichkeit, Apartments einzurichten, zumindest nicht so wirklich. Auch das ist etwas, das durchaus im Trailer-Material vorhanden war. So what do you want? Supercar? Big house? You wanna rule this city? Also davon war auf jeden Fall die Rede, aber man kann Stand jetzt nur dieses eine Apartment besitzen, man startet das Spiel damit und man beendet das Spiel auch damit, keine weitere Auswahlmöglichkeit vorhanden. Auch die Autos wurden ziemlich eingeschränkt. Man kann sich zwar mehrere kaufen, aber man kann die nicht mehr aufmotzen. Etwas, das durchaus angepriesen wurde in den ganzen Talks davor mit den Entwicklern. Zunächst einmal hieß es, dass man sich jedes Auto schnappen kann. Danach wurde gesagt, okay, die Autos, die ihr einfach nur so klaut, die dürft ihr nicht mehr behalten in eurer Garage, ist okay. Aber die ihr kauft, die könnt ihr danach noch verändern. Tja, geschafft ins Spiel, hat's nur noch das Kaufen, das Verändern nicht mehr. Es gibt keine Autowerkstätten. Man kann sich nicht einmal in irgendeiner Garage diese Fahrzeuge abstellen. Man hat sie einfach nur magisch auf seinem Handy und kann die jederzeit abrufen von irgendeinem unsichtbaren Lagerraum. Das war's. Und ich denke wirklich, man könnte viele dieser Dinge in einem coolen neuen Luxus-DLC verpacken mit diesem Casino in North Oak, mit noch ein paar weiteren Apartments, mit den teuersten davon, vielleicht sogar in dieser Ecke da. Und mit ein paar Autowerkstätten, wo man sich zumindest seine Luxusautos noch ein bisschen weiter upgraden kann, durchaus gegen Aufpreis. Tja, das wären zumindest meine Vorstellungen, wie das Ganze noch weitergehen kann. Schreibt mir gerne eure in die Kommentare. Natürlich muss das ganze Spiel erst einmal gefixt werden. Die Patches und Hotfixes haben Priorität, werden sie auch haben. Das wird jetzt erstmal zum Thema für Mitte 2021 sein. Vielleicht sogar eher gegen Ende hin. Und schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr Interesse an Cut-Content-Videos hättet, also Inhalten, die es nicht mehr ins finale Spiel geschafft haben, die aber durchaus noch im Trailer von 2018 oder 2019 besprochen wurden. Da mache ich auch CD Projekt gar keinen großen Vorwurf, das gibt's eigentlich bei jedem größeren Release. Ich denke einfach nur, es wäre mal ganz interessant, so eine Liste vor sich zu haben. Aber das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet das eine oder andere noch mitnehmen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich verabschiede mich an dieser Stelle erst einmal mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Chris, The Joker, René, Markus, Marze, Ralf, Kevin, Big Chris TV, Lil Assassin, Kruka, Drang TV, Tamara, der Lukas, Marco, Lananda, Gerald, Last Human, Chili, Tom, Christian, Wade McLean und Grey Shooter. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Kartoffel, Kartoffelkönig. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.